außerdem die letzten Wochen dieses Sommers, wo man gut draußen arbeiten kann, dafür genutzt, unseren Gienenmast zu überholen. Das ist dieser Mast hier, der war früher dafür da, dass man die Netze hochziehen konnte. Dafür waren diese dicken Umlenkrollen hier da. Heutzutage sind die natürlich nicht mehr in Benutzung, aber nichtsdestotrotz rostet das Ding trotzdem. Deswegen mussten wir das einmal komplett entrosten und neu konservieren. Mittlerweile ist der größte Nutzen an der Geschichte eigentlich, dass diese Lampe hier oben steht. Mit dem Strahler kann man wunderbar das Achterdeck beleuchten. Genau. Und das ist auch der einzige Mast hier von unseren drei großen Mästen, der nicht weiß ist. Der hat so einen matten Schwarzton, weil der eben direkt hinter dem Schornstein sitzt. Und bei Fahrt eben natürlich der Ruß immer nach hinten wegzieht und eben diesen Mast früher oder später sowieso schwarz färben würde. Ja, hier sieht man nochmal die großen Umlenkrollen für die Fischernetze. Auch wenn die jetzt schon 30 Jahre nicht mehr in Betrieb waren, sind die Lager immer noch relativ leichtgängig. Die Rollen drehen sich wunderbar. Auch hier oben die Gelenke, die dafür sorgen, dass sich die Rolle eben so ein bisschen der Netzrichtung anpasst, funktionieren auch immer noch. Und hierbei waren jetzt vor allem diese Seitenbleche durchgerostet, die mussten wir auch ersetzen. Die sorgen dafür, dass der Draht, der hier eben zum Teil auch schräg gezogen wird, je nachdem, was man gerade dran hängt und so weiter, damit dieser Draht eben nicht hier irgendwie sich dazwischen klemmt oder hier runter geht. Deswegen sind hier auch nochmal so Rundeisen angebracht, um sicherzugehen, dass der immer schön hier reingelegt werden könnte, wenn er da wäre. Also ist ein Detail, klar wird das halt nicht mehr gebraucht, aber wir wollen das Schiff halt auch so erhalten, wie es halt auch zeitweise genutzt wurde. Genau, also auch wenn der Fischereibetrieb nicht so lang war wie der Veranstaltungsbetrieb mittlerweile, so denken wir trotzdem, ist das doch ein wichtiger Teil von dem ganzen Projekt hier.